Legen Sie das Motiv mit der transparenten Seite nach oben auf einen Tisch. Zusätzlich machen Sie Hilfsmaterial bereit. Kontrollieren Sie nun das Motiv auf eventuelle Beschädigungen und melden Sie diese sofort. Halten Sie den Rakel im 45-Grad-Winkel in der Hand. Ziehen Sie den Rakel mit etwas Druck von der Mitte her in Richtung Rand. Damit erreichen Sie, dass das Motiv für die spätere Applikation an der Wand auf der transparenten Übertragungsfolie haften bleibt. Wenn es in der transparenten Übertragungsfolie Blasen hat, so ist dies kein Problem. Streichen Sie mit dem Rakel vorsichtig darüber oder heben Sie die Folie leicht an. Streichen Sie diese danach wieder glatt auf das Motiv. Achten Sie beim Lösen der transparenten Folie darauf, dass das Motiv nicht mit abgelöst wird. Wenn es Blasen gibt, die sich nicht herausarbeiten lassen, ist dies nicht tragisch. Diese werden am Schluss nicht sichtbar sein, da die transparente Übertragungsfolie nur zur Montage gebraucht wird. Wenn Sie das Motiv nicht so anbringen wollen, wie es geliefert wurde, so ist nun der Zeitpunkt, die Schere in die Hand zu nehmen und die einzelnen Teile auseinanderzuschneiden. Lösen Sie die weiße Trägerfolie vom Motiv. Drehen Sie dazu das Motiv so auf dem Tisch, dass die weiße Trägerfolie nach oben liegt. Beginnen Sie, die Folie von einer Ecke her abzulösen. Achten Sie darauf, dass Sie die Trägerfolie flach zu sich hinziehen. Damit sich die transparente Übertragungsfolie auf dem Tisch nicht verschiebt, kleben Sie diese mit einem Klebstreifen auf den Tisch oder lassen Sie sich von einer Person helfen. Wenn trotz aller Mühe ein Stück des Motivs an der weißen Trägerfolie haften bleibt, so gehen Sie mit der Folie einige Millimeter zurück und drücken Sie diese noch einmal an. Das Motiv bleibt nun auf der transparenten Folie haften. Positionieren Sie das Motiv an der Wand. Orientieren Sie sich dabei an den vorgängig gemachten Markierungen. Streichen Sie in einem ersten Schritt mit wenig Druck die Folie von einer Seite her an die Wand. Im zweiten Schritt geben Sie etwas mehr Druck auf den Rakel und streichen das Motiv von der Mitte her nach außen. Wichtig dabei ist, dass die Wand absolut staub- und fettfrei ist. Wenn die Wand frisch gestrichen wurde, muss mit dem Anbringen des Motivs mindestens 10 Tage gewartet werden. Auf rauen Wänden halten die Folien nicht. Haben Sie trotz Warnung unsererseits eine raue Wand als Untergrund gewählt, kann es von Vorteil sein, den Rakel nicht zu nutzen und stattdessen das Motiv mit den Fingern anzudrücken. Beginnen Sie, die transparente Folie von einer Ecke her zu lösen. Die Folie wird wiederum 180 Grad umgeschlagen. Wenn ein Teil des Motivs nicht an der Wand haftet, so gehen Sie auch hier einige Millimeter zurück und drücken es mit Zeige- oder Mittelfinger noch einmal an. Kontrollieren Sie, ob das ganze Motiv auf dem Untergrund haftet. Gegebenenfalls drücken Sie dieses noch einmal etwas an. Bei rauen Wänden gibt es die Möglichkeit, das Motiv mit einem Föhn etwas warm zu machen. So ist es einfacher, die Folie auch in die Unebenheiten zu drücken. Wenn Sie aber den Föhn zu warm einstellen, riskieren Sie, dass das Motiv zu heiß wird und kaputt geht. Eindrucksvoll und einzigartig. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Verschönern Ihrer Wohn- und Büroräume.